Ja, grüßt euch Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es darum, warum ihr nicht in Lok filmen solltet und wann ihr in Lok filmen solltet und könnt. Viel Spaß! Ja, grüßt euch Leute, ich bin Paula. Auf meinem Kanal dreht sich alles ums Filmemachen, aber auch um Technik-Reviews. Wenn das also was ist, was dich interessiert, dann würde ich mich sehr über ein Like und natürlich ein Abo freuen. Danke! Genau, in diesem Video geht es um Lok. Kurze Wiederholung, was ist Lok überhaupt? Lok ist ein sehr kontrastarmes, entsättigtes Bildprofil, was euch aber mehr Dynamikumfang bietet. Also, dass ihr mehr Bildinformationen in den hellen Bereichen und in den tiefen Bereichen habt, dass ihr dann ja, das Bild halt besser graden könnt und insgesamt ein besser belichtetes Bild erzeugen könnt. Warum ihr aber nicht in Lok filmen solltet, ist folgender Grund. Viele moderne Kameras haben ein Lok-Profil an Bord, so wie meine Canon EOS R. Und da ist das Problem, dass intern aber nur 8-Bit aufgezeichnet werden. Und bei 8-Bit Farbinformationen entstehen halt immer Artefakte bei Lok. Das hat dann damit zu tun, dass ihr dann Bildrauschen am Ende im Bild habt oder andere Bildartefakte, die dann einfach unschön aussehen. Und daher, ich filme ja auch hauptsächlich mit der 1DX meine Aufträge und die hat sowas gar nicht. Da habe ich nur ein Standardbildprofil und ich nehme auch keinen Kontrast oder Sättigung aus dem Bildprofil raus, weil das einfach nur den Standarddynamikumfang der Kamera einfach nochmal beeinträchtigt, weil das nicht so ist, wie das Canon halt vorgesehen hat. Deshalb mein Takeaway oder meine Info an euch, lernt das Bild oder die Szene richtig zu belichten. Das heißt also, dass ihr die Lichtverhältnisse immer ausgleichen müsst. Wenn ihr in einem Raum seid und die Person ist richtig belichtet, aber draußen hinter euch ist das Fenster und ist total überbelichtet, dann müsst ihr dafür sorgen, dass es ausgeglichen wird. Also zum Beispiel ND-Filter, ND-Folie vors Fenster, damit das draußen dann dunkler erscheint. Und so wird es ja auch beispielsweise in Hollywood gemacht. Also Key ist immer und das Wichtigste im Filmemachen überhaupt, richtig zu belichten. Und dann könnt ihr schon viel mit einem normalen Bildprofil anfangen. Wenn ich aber in einer sehr stark kontrastreichen Situation bin, wir nehmen jetzt mal diesen Shot hier, den habe ich einmal mit normalem Bildprofil gefilmt und wir sehen, dass der Hintergrund total überbelichtet ist. Und dann habe ich das nochmal in Lok gemacht und wir sehen, wir haben so bei gleichen Lichtverhältnissen einfach viel mehr Farbinformationen. Der Shot ist sozusagen gerettet. Was hätte ich aber machen können? Ich hätte einfach, die Kamera, die stand in so einem Regal, ich hätte einfach im Regal kleine Lichter platzieren können, die dann an sind und das dann die Person, wenn die denn vors Regal tritt, einfach ebenmäßig belichtet ist wie der Hintergrund. Und dann wäre das auch in einem Standardbildprofil gegangen. Also es wäre nicht mal unbedingt ein Lokprofil nötig gewesen. Also ihr seht schon, Licht ist alles. Lok ist sozusagen nur noch mal ein Bonus, der euch noch mal hilft, den Dynamikumfang zu verbessern. Aber wie gesagt, wenn ihr in 10-Bit filmt, dann würde ich auf jeden Fall Lok nehmen. Meine DJI Mavic 2 Pro hat zum Beispiel 10-Bit und da filme ich dann in Lok. Das ist einfach die Farbinformationen, die vorhanden sein müssen, damit das Lok halt vernünftig funktioniert. Und bei vielen anderen Kameras ist das einfach nicht der Fall. Deshalb empfehle ich euch, solange ihr in 8-Bit filmt, auf Lok zu verzichten. Klar, wenn ihr jetzt irgendwie draußen seid und ihr filmt dann für YouTube und nur für euren eigenen Kanal ein bisschen Talking Head Sequenz, dann ist Lok okay. Auch bei 8-Bit, aber sofern ihr für Kunden arbeitet, würde ich das doch dann echt vermeiden. Weil das kann dann echt nach hinten losgehen. Das war's an dieser Stelle von meiner Seite. Mich interessiert natürlich, wie ihr mit der Sache Lok umgeht und mit Bildprofilen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, Leute. Ciao.